im Kloster eigentlich in Myanmar. Ich war an einer Reise. Ich hatte keine Ahnung, dass ich würde einen Film da drehen. Aber ich habe diese Kinder in diesem Kloster in den Bergen kennengelernt und die Idee hat mir gefallen. Und es hat mir angekommen, diese erste Abend im Kloster. Also sechs Leute aus USA und Europa sind da geflogen zu Myanmar, nach Myanmar. Und dann hatten wir ein local, burmesische Leute, die uns geholfen haben. Es war eine kleine Gruppe. Und dann wir hatten Übersetzer, wie heißt das eigentlich? Übersetzer. Ja, wir hatten Übersetzer, aber ich habe auch Burmesisch gelernt, nicht super flüssig, aber ich konnte mal mit den Kindern reden und ein bisschen führen und so weiter. Also alles hat geklappt, ja. Ich wollte, dass alle vier hier sein würden, aber es war nicht möglich. Zwei von den vier Kindern haben gar keine Papieren, Ausweis oder so, und die müssten einen Reisepass kriegen und dann erstmal einen Ausweis und dann Reisepass und dann Visum. Es war super schwer, eine lange Zeit, und ohne unsere Übersetzer und Helfer sehr, wir konnten es nicht machen. Es war sehr, sehr schwer. Ja. Aber sie sind hier gekommen, es ist super. Ja. We'll be right back.